Hi und herzlich willkommen aus Australien. Ja, ich weiß, ihr habt es nicht gedacht, aber wir sind tatsächlich hier in Australien jetzt. Wir haben uns ja recht lange nicht mehr aus Neuseeland gemeldet sozusagen. Wir waren eigentlich nur noch am Arbeiten. Ja. Aber jetzt sind wir hier, Australien, neues Abenteuer auf jeden Fall. Wir sind gestern Nacht in Melbourne angekommen, hatten auch gleich unseren ersten Schock. Ich meine, momentan sieht es so aus, als wären wir in einem wunderschönen Hostel oder Hotel untergekommen. Allerdings lief das Ganze nicht so reibungslos ab. Genau, wir sind nämlich nach dem Flug quasi mit dem Taxi hergefahren. Die Rezeption hatte schon zu, aber wir haben uns vorhinein extra nochmal abgesichert, mit dem Hotel geschrieben, dass der Check-in auch danach noch möglich ist, mit so einem Check-in-Automat. Der tat dann aber nicht. Das heißt, wir konnten nicht einchecken, die Tür war verschlossen. Dann mussten wir da eine Nummer anrufen, haben natürlich keinen erreicht. Natürlich nicht. Dann haben uns nette Leute die Tür vorne aufgemacht und haben wir da auf der Couch gechillt und haben uns eigentlich schon abgefunden, dass wir dort die Nacht verbringen werden. Ja, ich meine, es wurde 2 Uhr morgens irgendwann. Auf einmal kam so ein Typ vorbei, der dann sagt so, hey, was macht ihr hier? Wir so, ja, wir können nicht einchecken. Und er so, hey, ich kann euch in mein Zimmer lassen. Und dann haben wir tatsächlich beim wildfremden Typen geschlafen für 3 Stunden. Und das mit der Gegenleistung, die Nico vollbringen musste. Er musste nämlich dem Typen um 5 Uhr morgens seine Haare schneiden. Ich lieg nur in dem Bett und höre diese Maschine so. Yo, Leute, es war so eine cringe Situation einfach. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier heute Morgen in unser eigenes Zimmer eingecheckt, was wir jetzt gleich wieder verlassen dürfen. Das heißt, wir haben insgesamt vielleicht 2-3 Stunden Schlaf. Holen aber jetzt heute unseren Van ab. Wir haben einen gemietet, das zeigen wir euch natürlich und nehmen euch da auch auf die Reise mit, würde ich mal sagen. Ja. Und ich würde sagen, willkommen in Australia. Good morning in the morning, Australia. Ich sehe so verklatscht aus. Wir beide. Ja, good morning. Dieser Van ist riesig. Ich zeige euch später mal die Innenausstattung. Es ist unglaublich, es ist so ein Upgrade von Neuseeland. Wir sind so excited, oh mein Gott. Was sagst du, Nico? Ich bin hin und weg. Hin und weg. In the city, wie man uns schwer erkennen kann. Und haben jetzt mal den Queen Victoria Market zu besichtigen. Ich meine, mit irgendwas muss man ja starten. Und wir sind super gespannt, was da gleich alles zu sehen gibt. Und auch super fertig. Ich habe erstmal im Auto geschlafen. Aber gut, es startet das City Life again. Schauen wir mal, wo wir hier einen Freedom Campingplatz finden. Das ist hier. Nico fährt eines der ersten Male hier unser Terminal. Der ist so riesig. Das ist so ein Upgrade im Gegensatz zu Neuseeland. Das ist krass. Und die City hier ist auch ein Upgrade. Also es ist so riesig hier. Es ist kaum zu fassen, wie groß es tatsächlich ist. Wir haben jetzt die Stadt ein bisschen erkundet und China auch gemacht, die Stadt erkundet. Ja, Chinatown, das sind riesige Shopping Center, glaube ich, sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Kann ich mir vorstellen, das ist unfassbar gut. Das ist, ich glaube, das war größer als in Dubai, die Dubai Mall, und da war ich schon komplett geflasht. So. Aber das ist, ja. Also man muss hier erstmal drauf klarkommen, wir sind ein bisschen sprachlos. Berichten euch morgen dann aber mehr. Und ja. By the way, das war die Aussicht of the night. Zumindest ein Teil davon. Ein anderer Teil ist die Straße, das sieht nicht so ästhetisch aus. Morning. Das war mein Beitrag, weil ich bin zu müde. Morning.
das war auch mein Beitrag. Ja, wir sind beide zu müde. Nein, wir haben geschlafen, die erste Nacht in Australien, 2 Stunden lang. Und dann sind schon. Wir sind gestern um 8.30 Uhr ins Bett. Ja. Und es war ganz gut, es war ein bisschen kalt. Wir haben nämlich nur so dünne Schlafsäcke hier. Das heißt, wir holen uns heute wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Decke. Eine Decke. Und ich muss jetzt trinken, Haare. Ich habe meine Haarbürsten nämlich verloren. Oder vergessen irgendwo. Meine arme Schwester, weil das war ihre. Und jetzt müssen wir eine neue holen. Und deswegen habe ich gestern meine Haare geflochten. Damit. Damit sie nicht ganz so zerzausen. Danke. Ja, deswegen sehen wir so aus, wie wir aussehen. Und ja, mal schauen. Es ist. Mal schauen, was heute abgeht, ne? Kabel zu kaufen, Decke kaufen. Und zu den 12 Aposteln. Ja. Wahrscheinlich schon, ne? That's the plan. We got a plan. Mhm. Und? Das ist einfach krank, wie du bist, dass das hier ist. Auf den Beinen und sind durch ganz Melbourne einmal gelaufen gefühlt. Nein, nicht durch ganz Melbourne, aber so durch die Highlights praktisch. Und sind jetzt hier am schönen St. Kilda Beach, um den Sonnenuntergang anzuschauen, bevor es dann weitergeht nach Sydney. Wir waren jetzt hier nämlich schon ein paar Tage und da war ein Border Collie, Nico. Der ist gerade hinter dem Pier verschwunden. Ja. Genau, und ja, wir freuen uns auf die weitere Reise, sind gespannt. Melbourne ist wunderschön, ist ein ganz anderer Vibe einfach als Neuseeland, weil es so groß ist. Also ich glaube, Nico und ich waren beide am ersten Tag ziemlich geschockt, wie riesig das hier wirklich ist. Aber es ist wunderschön, es ist total traumhaft und wir haben jetzt zumindest so einen ganz groben Überblick über die City. Und ja, jetzt geht's weiter. Genau. Wir haben noch einen Monat vor uns oder fast noch einen Monat, ne? Dreieinhalb Wochen. Dreieinhalb Wochen. Das Abenteuer geht also noch eine Weile. Seid dabei.